Und willkommen zurück zu Hau die Bretter an der Kirche klein. Nein, zu Deus Ex natürlich. In Paris. Auf der Suche danach, was es hier drin gibt. Haha, diese Tür habe ich gegen Ende der letzten Folge von außen gesehen. Und die lässt sich mit dem Schlüssel, den ich dem einen Gegner abgenommen habe, öffnen. MJ12. Okay, interessant. Oh, ich bin ja angeschlagen. Dann Schokoriegel. Schokoriegel hilft. Schokoriegel machen gesund. Okay, da geht's also runter, da geht's also weiter. Ich möchte da jetzt aber noch nicht hin. Sondern, erstens will ich meine Energie aufladen, aber nicht als erstes. Sondern als erstes möchte ich da rein. Dafür habe ich leider nicht den passenden Schlüssel. Aber die Nummer 14, das sind die bewaffneten Typen. Ach so, natürlich. Die Bewaffneten könnten natürlich auch MJ12 sein. Diese MJ12-Trooper, die hier die ganze Zeit rumlaufen. Die ich in der letzten Folge hier ausgeschaltet habe. In France, MJ12 is strong enough to operate in the open. They have blockaded this metro station. Monsieur, over here. Yeah? I have something of interest. Rockets, huh? 4 for 5250. 3 lamps for 6750. A recoil suppressor weapon modification. 1200. Good deal, eh? Those prices sound pretty steep. The best I can do with the troops everywhere. They took over the mall where I meet my supplier. Turns out I'm not a friend of the current regime. Maybe I can help you out. Who is? We are all suffering. I tell you this. If you remove the 3 soldiers from the metro station next to the mall, never mind the dumb security, I will owe you a favor. Until then, the prices remain. Pretty steep prices. I'll think about doing that favor. Ehrlich gesagt, brauche ich nichts davon, was er mir gerade angeboten hat. Oder? Lamps habe ich 8 Stück. Was war das andere? Eine Rückstoßmodifikation. Nee, brauche ich auch nicht. My primary. I need to contact them. I've been told they have a hideout in the catacombs. Not a good time for Silhouette. The government is cracking down. Yeah? I saw commandos and troops going in the catacombs entrance across the street. They plan to occupy the entire network. Is Silhouette's bunker concealed? Quite ingeniously, but a soldier will stumble into the secret door eventually. Anyway, can we make a deal? Ach so, ja, Raketen. Pretty. Wie viele Raketen habe ich noch? Ich glaube, 20 davon kann man tragen. Und ich habe... 7. Okay, das wäre sogar eine Überlegung wert. Gut, ich habe eh nicht genug Geld dafür. Damit ist das ein bisschen hinfällig. Was gibt es denn hier alles? Ich bin jetzt einfach mal ein bisschen verschwenderisch mit dem Licht, weil ich ja immer noch zu dem Bot kann, um mich wieder zu heilen. Aufzuladen natürlich. Okay. Da ist ein Bot. Das ist dann wohl das, was er meinte damit, dass die Regierungstruppen hier alles abgeriegelt hätten oder haben. Da kriege ich erstmal nichts. Da auch nicht. Da könnte ich natürlich einfach rein. Aber zuallererst will ich natürlich diese Kontoautomaten hacken. Vielleicht finde ich ja dann... Warum sieht mich eine Kamera gerade? Was? Wieso wurde ich da gerade gesehen? Und von wem? Wo ist die Kamera? Ach da! Die ist ja fies versteckt. Kriege ich die jetzt aus? Und vor allem, warum sieht die mich, während ich an dem Ding dran bin?
Oder sehen die mich noch nicht, während ich an den Sicherheitsterminals rummache? Das könnte natürlich sein. Aber hier ist kein Sicherheitsterminal. Vielleicht müsste ich mich da erst reinschleichen. Na gut. In dieses Gebäude Nummer 14 komme ich rein, die Eingangstür. Aber zuallererst möchte ich, wie schon mehrmals angekündigt, hier runter nochmal und meine Bioenergie aufladen. Und weil ich gerade dabei bin und es eh gleich aufladen werde, kann ich hier mir auch die Geschwindigkeit erlauben. So. Bin ich vollständig regeneriert? Nein, bin ich nicht. Jetzt aber. Oh, verdammt. Ach, Mist. Was mache ich denn so lange? Nichts. Pech gehabt. Damit muss ich jetzt halt einfach leben. Ich werde schon noch genug bioelektrische Energiereserven finden. Da ich aber beim letzten Mal hier so ein paar Löcher in der Wand gesehen habe, würde ich mich hier gerne noch mal ein bisschen umschauen, ob es hier nicht doch irgendwo was gibt. Da vielleicht? Ne? Nein. Okay. Dann eben nicht. Da war gerade auch wieder ein Bot zu hören. Und er meinte gerade, der Waffendealer meinte gerade, die Resistance oder die Resistance, die sei sehr gut versteckt. Da bin ich ja mal gespannt, ob ich die finden werde. So, zwei Dietriche oder eine Rakete nehme ich an. Oder kriege ich das mit dem Schwert? Geht 65 mit dem Schwert? Leider nein. Aber ich habe ja genug Dietriche. Ich meine, ich habe jetzt immer noch... Ja, genügend. Kann ich vielleicht von hier aus die Kamera abschalten? Inf. Na, super. Habe ich einen Schlüssel? Nein. Ja, klasse. Eine unendlich starke Tür, die mit einem unendlich starken Schloss gesichert ist. Sehr realistisch, doch. Ja, ich weiß, Plot Device und so. Damit man den... Oh, ey. Vergiss es. Ich gebe nicht mehr Dietriche aus, als ich muss. Ups. War ich nicht. Es gibt ein Konto und ein Passwort. Okay. Das will ich natürlich ausräumen. Who's this? Everything, huh? Is that God you're talking about, or just a bunch of New Age crap? Was? War es nicht gerade die Stimme von Daedalus? Und er meinte gerade, er wäre direkt hinter mir. Hinter mir ist der Fernseher. Ich töte den Fernseher. Ach Mist. Das klappt nicht. Aber ich kann ihn bestimmt mit dem Stuhl kaputt schlagen. Haha, nimm das, Fernseher. Nimm das. Da ist immerhin offen. Ich dachte gerade, ich müsste hier wieder die Scheibe einschlagen. Ne, die brauche ich nicht. Ich bin voll geheilt. Na, egal. Aber die da hätte ich gerne. Ja, die würde ich gerne mitnehmen. Ist da oben was? Nein. Moment, für 50% habe ich einen Universalschlüssel. Das kann ich. Hey, das ging mal bei 50%. Das ging... Achso, nee, stimmt, es ging nicht mit 50%. Die Frage ist, was geht? Geht das? Da habe ich eh nur noch zwei im Magazin. Ich probiere es mal mit Schrot. Okay, Schrot funktioniert nicht. Aber da hätte ich eh bald nachladen müssen. Und da habe ich nur noch zwei Schuss im Magazin. Warum klappt das nicht? Warum kann ich die Tür nicht einschießen? Da ist ein Schlüssel drin, den will ich. Brauche ich nicht.
weil ich kann hier die, die Kamera bei den Kontoautomaten unten ausschalten. Das wäre ziemlich praktisch. Nein. Aber immerhin sehe ich gerade, hier gibt es noch einen Energiebot, der meine Energiereserven aufladen kann. Was kriege ich denn dafür eine Niedrig? Ich kriege ein Multitool, ich kriege Credits, ich kriege den Schlüssel und ich kriege Informationen. Das ist mir doch spontan mal eine Niedrig wert, oder? Zumal eh beide Türen aufgehen und ich an alles rankomme. Also, 300 Credits, ein Multitool. Was haben wir da? Okay. Diese Bots. Okay. Die Bevölkerung traut den Bots nicht. Code für Lagerhaus. Aha. Wo ist das Lagerhaus? Ah, ist das hier das Lagerhaus? Ah, natürlich ist das hier das Lagerhaus. Na klar. Und ich hätte jetzt entweder natürlich mit dem Schlüssel hier durchgekonnt. Aha, und da ist der Schlüssel für das Büro oben, das ich durch das Fenster betreten habe. Genau, oder halt wie das, was ich letzten Endes dann doch gemacht habe, nämlich über die Sicherheitskonsole die Tür einfach zu öffnen. Aus der Ferne. Aber das hier sieht aus wie ein totes Ende. Also irgendwie habe ich jetzt nur die Granate gekriegt und meine Energie aufladen können. Hä? Das ist ja lustig. Das backt rum, wenn man die Tür anklickt, während sie auf oder zugeht. Lustig. Ich sehe aber nicht, was das bringen soll. Von daher lasse ich es einfach mal. Na genau, da war ich drin. Die Frage ist jetzt, ich frage mich gerade, wo ist das Lagerhaus? Soll das hier das Lagerhaus? Nein, das hier ist nicht das Lagerhaus. Das ist der Zugang zu den Katakomben. Ist das da das Lagerhaus vielleicht? Oder ist das Lagerhaus vielleicht da unten? Nee, das ist ja eigentlich die U-Bahn. Ich habe hier natürlich jetzt immer noch das Problem, dass diese blöde Kamera auf diese blöden Kontoautomaten guckt. Und 7 Tools braucht. 7 verdammte Tools, um sie auszuschalten. Nimmst du bitte mal diese Kiste und tust sie außerhalb des Sichtfelds der Kamera ablegen. Danke. Brauche ich nicht. Ah, das kann ich schon eher gebrauchen. Das ist für das Sniper-Gewehr. Die Raketen werden attraktiver und attraktiver, muss ich schon sagen. Nur noch, ich glaube 5 waren es, ne, 6. 6 Raketen habe ich noch. Das ist auch keine Tür. Brauche ich die? Nö. Ich bin immer noch voll geheilt. Munition für die Pistole, yeah! Pfeile? Bioenergie? Ich brauche kein Trinkbecken, ich dachte, das wäre eine Sicherheitskonsole. Ist das hier der Lagerhausschlüssel? Nein. Bogey. Du hast nichts gesehen. I could have sworn. Du hast nichts gesehen. Verdammt! Ach so, ja richtig. Ich habe den noch gar nicht durchsucht. Der hat einen Flammenwerfer. Wow! Gut, dass ich so schnell geschossen habe. Und ihn so schnell erwischt habe. Ein
Medibot. Aha. Ach, was mich viel mehr interessiert, ist dieses Sicherheitsterminal da drüben. Oh, brauche ich gar nicht. Weil ich hoffe, dass ich damit diese Kamera bei den beiden Kontoautomaten deaktivieren kann. Und falls ja, mache ich es gleich. Yep, wunderbar. Genau das wollte ich. Genau das wollte ich. So, ich habe keine Implantate dabei. Nein. Brauche ich auch nicht. Was ich will. Achso, dieses Public Access. Blödsinn. Trotzdem wäre es interessant, mal reinzugucken. Gesucht von Interpol, JC Denton. Lies mich, Icarus hat dich gefunden. Lauf so lange du kannst. Okay. Ausgangssperre ausgeweitet. Von 22 bis 6 Uhr. Lügen, Wahrheit. Bürger von Paris. Lesen alles geschehen, lesen alles geschehen. Glaubt nichts. Beginnt dort, wo sie uns nicht sehen können und sie werden uns niemals unterwerfen. Okay. Das ist wohl der bewaffnete Widerstand, den ich suche. Da war ich vorhin auf der anderen Seite. Und jetzt, wo die Kamera aus ist, ich könnte mich reinhacken, ja, aber ich möchte das Konto von diesen blöden MJ12 Leerräumen. 222-1969. Das Passwort habe ich kopiert. Haha. 229-1969. Geht das nochmal? Ja, da wäre es dann 0. Okay, wahrscheinlich, weil das Konto leer ist. Das heißt, ich habe den ihr Konto jetzt leergeräumt, aber ich kann natürlich noch den Automaten leerräumen, indem ich mich reinhacke. Ach, verdammt. Warum ging das gerade nicht? Habe ich vielleicht durch das Einloggen mit den Kontodaten den gespeicherten Betrag im Automaten auf 0 gesetzt? Ja, verdammt. Geben Sie den Betrag, den Sie abheben möchten. Nicht maximal so viel, wie da ist. Na, verdammt. Wäre ja auch zu schön gewesen. Okay, das habe ich dann wohl versaut. Hätte ich mir merken sollen, oder... Ja, was heißt, hätte ich mir merken sollen? Hatte ich nie wirklich ausprobiert, aber sollte ich mir fürs nächste Mal merken. Sind das die, die du weghaben wolltest? I took out the troops in the station. Yeah? They're dead. Now what about giving me a deal on some hardware? Dead, eh? That could mean a lot of money for me. And a discount for you. I will give you prices that are 1/3 of what I said before. Boah. No better deal anywhere. Für ein Drittel? Junge! 1750 for the rockets. Sounds good. Not one of these is a dud. The four will not cheat you. Aha. Vielen Dank. Der Typ hätte mir das echt mit einer fetten Marge verkauft. Einen fetten Gewinn gemacht an mir. Wenn ich da nicht aufgepasst hätte. So, jetzt aber. Das da... Achso, das war... Nur das brauche ich nicht. Da kam ich, glaube ich, durch den Hintereingang. Oder so. Nicht? Achso, doch, genau. Da waren die Bretter da außen. Genau. Und die Folgenzeit ist schon mehr als voll. Und deswegen würde ich jetzt hier speichern an dieser Stelle. Sobald... Ja, genau hier. Ich hatte schon sowas im Gefühl, dass so eine Levelgrenze kommt. Die Katakomben von Paris. Wunderbar. Und in den Katakomben geht es dann beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.